In dieser Aufgabe zum Drehzylinder berechnen wir die Höhe einer Regentonne. Die zylindrische Regentonne hat einen Durchmesser von 50 cm und ein Fassungsvermögen von 235,56 Liter. Bevor wir die eigentlichen Berechnungen durchführen, wandeln wir um, und zwar das Hohlmaß, das sind die 235,56 Liter, in ein Kubikmaß. Ein Würfel mit einer Kantenlänge von einem Dezimeter enthält genau 1 Liter Wasser, wenn man ihn füllt. Und darum kann ich sagen, ein Kubikdezimeter entspricht einem Liter. Und umgesetzt auf diese Aufgabe, 235,56 Liter entsprechen 235,56 Kubikdezimeter. Das ist die erste Umwandlung. Die zweite Umwandlung betrifft den Durchmesser, den wir hier vorfinden, und der beträgt 50 cm. Nachdem ich das Volumen jetzt in einem Dezimetermaß angegeben habe, wandle ich auch die Längeneinheit des Durchmessers in Dezimeter um. 50 cm entspricht 5 Dezimeter. Jetzt berechnen wir noch die Grundfläche. Das können wir, weil wir den Radius wissen bzw. berechnen können. Die Grundfläche ist ein Kreis, wird berechnet mit der Formel r² mal Pi. Dann setze ich für r 2,5 ein. Warum 2,5? Der Durchmesser ist 5 Dezimeter, der Radius ist die Hälfte des Durchmessers. 5 dividiert durch 2 ergibt 2,5. 2,5 zum Quadrat mal Pi. Das ergibt, berechnet mit dem Taschenrechner, 19,63 Quadratdezimeter. Jetzt habe ich alle nötigen Voraussetzungen, um die Höhe zu berechnen, und zwar mit der einfachen allgemeinen Volumensformel für den Drehzylinder. Sie lautet, Volumen ist Grundfläche mal Höhe. Jetzt muss ich in einem weiteren Schritt wieder die Variablen durch Zahlen ersetzen. Statt V schreibe ich 235,56. Das ist das Volumen. Die Grundfläche habe ich eben berechnet mit 19,63 mal H bleibt, beziehungsweise H will ich wissen. Und jetzt bekomme ich mit einer einzigen Äquivalenzumformung das Ergebnis. Ich dividiere durch die Zahl, die neben dem H steht, und ich muss das ja wegbekommen. Und das Gegenteil von mal 19,63 ist hier dividiert durch 19,63. Wenn ich jetzt beide Seiten, die linke und die rechte Seite, jeweils durch 19,63 dividiere, erhalte ich für die Höhe ein Ergebnis von 12 Dezimeter. Jetzt sind wir schon fast am Ziel. Regentonnen oder Höhen von Regentonnen werden nicht in Dezimeter angegeben, sondern in Meter. Das heißt, ich wandle jetzt die 12 Dezimeter noch in Meter um, indem ich Dezimeter durch 10 dividiere. Dann erhalte ich eine Höhe von 1,2 Meter. Wie immer beschließen wir die Aufgabe mit einem Antwortsatz. Die Höhe der Regentonne beträgt 1,2 Meter. Weitere Aufgaben zum Themenkreis Drehzylinder findet Sie entweder auf meiner Homepage oder hier auf der Playlist Mathematik Drehzylinder. Viel Spaß beim Nachrechnen und bis bald bei einer anderen Aufgabenstellung.